Ja, hallo meine lieben Filmfreunde und Sammler, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Unboxing-Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch gerne der Blob von 1988, der hier erstmals im deutschen Sprachraum auf Blu-ray erschien, aus dem Hause Meteor Film präsentieren in diesem Unboxing-Video. Und das Ganze kam übrigens am 24.06.2016 offiziell raus zu einem Kaufpreis von ca. 21,99 Euro inklusive Versand oder zuzüglich, je nachdem, wo ihr das Ganze bestellt habt. Und ja, das Mediabook ist wunderschön hochglänzend. Dieser Flyer, der lässt sich nahtlos einfach abnehmen. Das werden wir gleich nochmal aus der Nähe uns etwas genauer anschauen. Und ich muss im Vorfeld sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, sich dieses Mediabook einmal zuzulegen. Und dieses 24-seitige Booklet ist auch wirklich sehr, sehr cool gestaltet. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns jetzt dieses Mediabook einmal aus der Nähe an. Und danach sehen wir uns dann wieder in der Endcard. So, nun schauen wir uns einmal gemeinsam dieses wunderschöne Mediabook aus der Nähe an. Ihr seht es schon, ich habe es in der Hand, dieses Flyerchen. Und ihr habt es schon gesehen, es sind keine Klebepopel oder irgendwelche Pads oder irgendwas, was hier draufgeklebt ist. Finde ich wirklich sehr, sehr cool gelöst von Meteor Film. Vielen herzlichen Dank an der Stelle nochmal dafür, dass ich mein Mediabook da nicht zerstöre, weil diese Klebereste, die bleiben überall irgendwo immer hängen. Finde ich persönlich hier sehr gut gelöst vom Label. Da haben wir hier natürlich die üblichen Verdächtigen, FSK-Logo, feste Aufdrucke und so weiter. Und das soll uns jetzt natürlich nicht, ja, die ganze Zeit interessieren, denn es geht natürlich um dieses wunderschöne Mediabook, das übrigens im Hochglanzdesign daherkommt, wie ihr unschwer erkennen könnt, weil mein Scheinwerfer sich hier wirklich wunderbar drin spiegelt. Der große schwarze Anteil hier, der nimmt wirklich sehr, sehr viel des Frontcovers ein. Aber wir schauen uns erstmal hier oben den oberen Teil aus der Nähe an, damit ihr euch den Detailgrad und Farben und so weiter alles besser betrachten könnt. Und die Hand, die hier das O etwas nach oben zieht, wirklich sehr, sehr cool designt an für sich. Obwohl es doch wirklich sehr, sehr viel Schwarz ist hier drauf. Naja, vielleicht hätte man das etwas anders lösen können. Aber wir schauen uns jetzt erstmal den Rest an. Das Frontmotiv geht übrigens mit in das Bein über, wie ihr unschwer sehen könnt. Dann haben wir hier wieder ein paar Logos drauf, der Blob, alles im Hochglanzdesign. Und hier oben etwas unscheinbar, das Meteor-Film-Logo. Auf der Rückansicht sieht das Ganze dann so aus, gefällt mir persönlich wesentlich besser als die Front, muss ich sagen. Es ist sehr stimmig, wunderbare Übergänge. Hier oben haben wir übrigens den Inhalt, worum es in dem Film geht. Könnt ihr euch das Bild hier an der Stelle anhalten. Hier haben wir so einen netten kleinen Klecks und da steht noch Original-Trailer und ihr seht ja, was drin steht. Wirklich sehr lustig gemacht. Den Klecks werdet ihr noch öfters sehen. Dann haben wir hier die Scene-Shots aus dem Film, wirklich auch sehr, sehr passend gewählt und auch von den Farbenkontrasten. Man kann alles wirklich sehr, sehr gut erkennen. Und dann haben wir hier typisch Meteor-Film, wirklich sehr detaillierte Angaben zur Blu-ray an sich. Und dann natürlich hier unten noch der EAN-Code. Ja, und bevor wir uns das Ganze aus der Innenansicht mal anschauen, ihr seht es schon, ein fettes Plastiktray. Das hat ganz einfach den Hintergrund, man muss natürlich auf die gewisse Stärke kommen des Spine, weil wir haben hier nur eine Blu-ray, die DVD fehlt im Mediabook, deswegen haben wir natürlich jetzt hier den Vorteil, dass wir hier drüben kein Plastiktray haben und somit dieses wunderschöne Motiv wirklich unverfälscht sehen können, nicht durch irgendeine Plastikschale das Ganze betrachten. Wirklich sehr cool gewählt. Und hier drüben haben wir dann natürlich gleich die erste Seite des Booklets und somit werde ich gleich mal das Booklet mit euch gemeinsam anschauen. Das wirklich auf sehr, sehr hochwertigem Papier, hochglänzend, ihr seht es ja, es spiegelt ein wenig, gedruckt wurde, finde ich sehr, sehr gut aufgegliedert, das Booklet hier, das 24-seitige. Und ja, Text- und Bildanteil ist auch sehr, sehr gut gelungen in einem ausgewogenen Verhältnis, wie ich finde. Und auch die Fotos, die hier gewählt wurden für das Booklet, sind sehr schön in Farben, Detailgrad, passt wirklich wunderbar. Aufbau sehr gut hier. Ein paar Filmplakate, wirklich richtig cool gelungen, wie ich finde, gefällt mir sehr gut. Hier etwas Text zum Durchlesen, noch mehr Text. Und dann geht es weiter mit ein paar Aushangfotos, Pressefotos und so weiter. Wirklich sehr cool, was hier alles rausgekramt wurde für den Film. Wirklich sehr, sehr schick umgesetzt. Und dann haben wir hier ein paar Aushangfotos, auch sehr schöne Motive, die hier gewählt wurden. Hier haben wir wieder diesen pinkfarbenen Klecks hier auf den ganzen Fotos, wirklich sehr, sehr schön designt das Ganze. Und dann geht es weiter, ja, was haben wir hier, Pressestimmen, also Bewertungen für die einzelnen Zeitungen oder so zu diesem Film.
Dann haben wir hier den kompletten Cast nochmal abgedruckt und das letzte Motiv hier. Und dann geht es schon weiter mit dem rechten Teil. Und der Blu-ray, seht ihr ja schon, dass der Gesamteindruck dieses Inlays hier ist wirklich sehr, sehr cool. Und ihr werdet gleich sehen, die Blu-ray-Disc mit diesem Design geht nahtlos in den Hintergrund über. Wenn wir das Ganze hier einmal rausnehmen, wirklich sehr, sehr schön, dass das so gemacht wurde von Meteor Film. Finde ich sehr, sehr cool. Hier haben wir natürlich dieses fette Plastiktray. Und ja, da wird das natürlich wieder etwas getrübt, das Motiv. Wir haben hier natürlich noch dieses Foto mit dem Blob, wo das schon etwas unscharf ist, etwas unglücklich gewählt und auch gewollt sehr unscharf, aber sehr stylisch, wie ich finde. Und ich würde sagen, somit wären wir mit dem Unboxing-Teil zu diesem wunderschönen Mediabook durch. So, und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder auf der Endcard mit ein paar abschließenden Worten. Also unbedingt dranbleiben. Bis gleich. Ja, und da bin ich wieder. Das war mein detailliertes Unboxing-Video zu der Blob von 1988 aus dem Hause Meteor Film. Dieses wunderschöne Mediabook wurde mir übrigens vom Blu-ray-DVD-Filmshop für dieses Unboxing-Video zur Verfügung gestellt. Und an der Stelle möchte ich mich natürlich nochmal ganz herzlich beim Blu-ray-DVD-Filmshop dafür bedanken, dass er mir dieses wunderschöne Mediabook zugeschickt hat. Und ja, schaut unbedingt unten in der Beschreibungsbox nochmal vorbei. Da gibt es auch den Kauflink zum Blu-ray-DVD-Filmshop bzw. noch einen Alternativlink dazu, wo ihr das Ganze ebenfalls noch bestellen könnt. Und ja, alle weiteren Angaben, alles Wissenswerte habe ich natürlich auch noch unten in die Box mit reingepackt für euch. Und es gibt natürlich innerhalb der nächsten Tage noch eine Editionsreview zu diesem Mediabook auf Collectors Junkies. Das Ganze ist jetzt natürlich noch nicht freigeschaltet. Das erfolgt dann innerhalb der nächsten Tage. Den Link, wie gewohnt, unten auch in der Beschreibungsbox. Und natürlich oben im Banner seht ihr es. Könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und ich möchte euch an der Stelle wieder einmal darum bitten, gebt mir doch gerne ein Däumchen nach oben für dieses Video, wenn es euch gefallen oder in irgendeiner Form weitergeholfen hat. Lasst es mich auch gerne wissen, indem ihr es unten in die Kommentare reinschreibt. Ja, ich bin raus aus diesem Video. Euer Moviefan 1982 bedankt sich natürlich bei all meinen Zuschauern fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao.